Und die hier rüber verschieben. Dann können wir nämlich die Arbeitstische hierhin verschieben. Und ich würde gerne mal das Schlafzimmer etwas vergrößern. Oh, ich glaube, der Silberblock hier ist gar nicht erreichbar, weil da ein Stuhl im Weg steht. Oh, und da unter dem Tisch ist noch eine Silberader, eine ziemlich dicke. Aber da es hier schon mal so gut aussieht, setze ich hier noch eine Holzpflanze hin auf jeden Fall. Und da drei Karottenpflanzen. Da die Holz kosten, so. Und eigentlich sollte ich hier noch eine Pflanze hinsetzen. Wie mache ich das mit der Ader hier? Am besten, ich grab sie aus, hol meine Miner raus und baue eine Holzbrücke drüber. Das fällt dann keinem so sehr auf. Gut, hier ist ein kleiner Raum. Dann nehme ich jetzt nicht an, dass dahinter ein Gegner haust. So, den Stuhl... Ah, da ist die erste Tafel. So, die kann schon mal einer lesen. Und hier ist eine Treppe. Ist so eine Leiter. Eine Tafel. Vielleicht kann sie uns den Weg zum Schatz weisen. Hier steht, der Weg ist noch weit. Weitermachen. Okay. Ah, hier sollen wir runtergraben. Macht Sinn, dass wir da einfach runtergraben sollen. So, hier noch ein bisschen, dass wir da den Tisch hin versetzen können. Also den Forschungstisch meine ich jetzt gerade. Und wie mache ich das dann mit dem Schlafzimmer und allem? Gute Frage. Okay, du wirst jetzt Militär. Und du wirst ein Arbeiter. Wirst auch gleich zugewiesen. So. Ach, grab das ruhig auch noch aus. So, wir haben genug Steine für unsere erste Superstatue. Also ja, es sind wirklich Steinstatuen gemeint, nämlich diese hier. Was anderes haben wir nämlich nicht. Ein Festtagskamin vielleicht noch. Trophäe? Nein. Also ja. Platzieren wir mal hier eine im Thronraum. Da hast du jetzt eine ganze Weile was zu tun, Kumpel. Du dürftest aber auch einen guten Schub Erfahrung dadurch kriegen. So, für unsere Militärzwerge gibt es dann auch nochmal Trainingspuppen.
Ja, ruhig die Vogelscheuchenpuppen hier, zwei Stück. Und da unten kommt jetzt der Forschungstisch in die Ecke. Und am besten dem Forscher noch einen Stuhl. Ruhig einen bequemeren Holzstuhl. Am besten gleich zwei hier in die Ecke. Oh, der ist schon Stufe 4 geworden. Guck mal, wie schnell der aufsteigen kann jetzt. Als nächstes gibt es Stoffrüstungen. Und dann Übungsgeräte. Dann gehen wir hier unten ein bisschen lang. Bevor wir hier oben auf die Laufschuhe zugehen. Genau, hier sämtliche Handwerker werden noch besser in ihrem Beruf. Das meinte ich mit den Boni durch Forschung. Was ich vorhin angesprochen habe auf der World Map. Na guck, der ist schon Stufe 3 geworden. So, Stoffrüstung, dass meine Soldaten mehr aushalten. Jo. Dann können wir uns dann langsam hier runter wagen. Erstmal Militärspezialisierung und dann das hier. Und hier graben wir auch schon mal die eine Stufe runter, dass wir das nicht vergessen, dass wir da runtergraben sollten. Genau, hier ist Spinnenzeug. Und wenn wir nicht aufpassen, portet sich das Spinnenzeug zu uns hoch. Oder wir bauen einfach Treppen, dann klettert es zu uns hoch. Und greift unsere Karotten an. Ja, unsere Arbeiterzwerge kriegen Panik. Den bringen wir mal kurz in Sicherheit, weil er fast tot ist. So. Gut. Hier ist noch mehr, was wir ausbuddeln können. Da müssen wir warten, bis sich unsere beiden Militärzwerge mal erholen. So, noch etwas Holz von hier. Dann wird das ausgebuddelt noch. Und das Ding bitte aktivieren. Auf dieser Staffel steht, dachtet ihr, ihr findet den Schatz, in dem ihr einfach gerade nach unten grabt? Dachtet ihr wirklich, es würde so einfach werden? Ich was? Okay, Zwerge sind gemein. Aber das macht sie so sympathisch. So, während Zwerge, also während Zwergenkrieger sich ausruhen, kriegen sie zum Glück wieder Lebenspunkte zurück. Jo, klappt alles ganz gut. Oh, wir haben ja einen Forschungspunkt gekauft.
Deswegen gibt es jetzt erstmal ein besseres Übungsgerät. Gucken wir gleich mal rein, was wir jetzt bauen können. Ja, jetzt könnten wir Expertenübungspuppen bauen. Die kosten allerdings Eisen. Halten aber auf jeden Fall länger als die beiden hier. Oder sogar Meisterübungspuppen. Oh, und ich sehe gerade, dass unsere Zufriedenheit abgesunken ist. Deswegen werde ich mal unser Schlafzimmer, unseren Schlafbereich besser gesagt, ein bisschen dekorieren. Mit ein paar Bodendielen. So. Am besten alles hier. Und auch gleich die Wände dazu. Ja, dieses Mal ruhig Steinwände. Ja, so Laubmauerfliesen sehen sicher schick aus. So. Jetzt haben sie wenigstens schon mal einen ordentlichen Schlafbereich. Kann ich ihnen auch noch irgendwelche Deko reinsetzen? Ja, ich könnte ihnen eine Holzsäule hinbauen. Dafür bräuchte ich allerdings 3 Meter hohe Wände. Lieber vielleicht ein paar Wandgemälde. Oder haben wir hier was Interessantes, was wir bauen könnten? Ein Besen, der selbst kehrt. Nö, den stellen wir jetzt einfach mal hier in die Ecke. Und nebenbei, wenn wir schon bei Ecke sind... kommen die Betten auch mal an die Wände. So. Genau, der baut mir jetzt den Besen. Und wir haben etwas Zufriedenheit. Oh. Ups. Der hat Hunger, das ist nicht gut. So. Ist was, dann geht es dir gleich besser. Und hier über diese Todesfalle bauen wir jetzt eine Brücke drüber. Ruhig eine ganz gewöhnliche Holzbrücke. So. Fertig. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So, hier könnt ihr noch ein bisschen aushöhlen, dass wir an die restlichen Rohstoffe rankommen dann. Und ich kann mal kurz gucken, was unsere Betten so hergeben. Also ja, ein bequemes Steinbett. Steinbett mit wirklich schönen Leinenzeug. Sorgt für optimalen Schlaf. Bequemes Bett, aber es könnte besser sein. Sorgt für guten Schlaf. Angefertigt aus dem Hut eines mächtigen Piraten. Ja, wer die Anspielung kennt, ich erwähne sie jetzt mal nicht. Und eigentlich würde ich gern hier noch eine Holzpflanze setzen, dass wir 5 haben. So. Hier ist ja immer noch mehr Stein. Ihr könnt übrigens auch hier mal dekorieren ein bisschen. Diesmal nehmen wir einen schönen Laubboden für den Farmbereich. So. Gut. Und für die Wand
Moosmauer fließen. Ja. Und schon ist der Boden hier ziemlich schön gemacht. Wir könnten übrigens statt den Brücken hätten wir auch Blöcke platzieren können. Allerdings kostet ein so ein Holzblock 200 Holz. Und ja, der würde den... würde wirklich wie ein normaler Erdblock funktionieren, der Holzblock. Nur, dass er halt sauteuer ist. Also wir könnten drüber bauen. Dann hätten wir dieses komische Ding hier nicht mehr. In unserem Garten.